Ja, vielen Dank, Herr Grote. Heute ist zwar nicht Mittwoch, aber trotzdem hat heute die Rathausputze wieder kulturelle Veranstaltungstipps für Sie parat. Und nicht nur das, denn sie bekommt überraschend Besuch von einem Kollegen. Und nun geht los. Hallihallo. Na, hatten Sie ein schönes Weihnachtsfest? Und hat die Weihnachtsgans gut geschmeckt? Wer sind Sie denn? Ja, ich? Ich bin der neue Theaterinspektor. Hä? Habe ich ja gar nicht gewusst, dass wir sowas haben. Haben wir auch noch nicht. Erst ab Januar. Für Haus, Technik und Programm. Ah ja. Dann sag mir doch mal deinen Namen. Ja, ihr seid ja hier alle beim vertraulichen Du. Ich heiße Kai. Ja, und ich bin Inka. Angenehm, nicht? Kannst auch Putze zu mir sagen. Oh, Inka, ich glaube, dann bleibe ich lieber bei Inka. Ja. Kai, ich habe die Idee meines Lebens. Du könntest mir doch auch so ein bisschen immer helfen beim Theaterprogramm ansagen. Nicht? Dann hätte ich nämlich ein bisschen mehr Zeit für meine Enkelkinder. Aber wie stellst du das vor, Inka? Ach, ganz einfach. Eine Woche machst du und eine Woche mache ich. Nicht? Und ich meine, du bist Theaterinspektor, nicht? Und da wirst du ja wohl auch ein bisschen vom Theater verstehen, oder? Hast du recht. Schließlich komme ich selber vom Theater, vom Norderstedter Amateurtheater. Inspektor, mein Beruf. Und Lust an der neuen Aufgabe, also nochmal ja. Na, ist doch super. Und da habe ich gleich die Idee. Du machst gleich die erste Woche im neuen Jahr. Dann kann ich mich nämlich noch ein bisschen ausruhen. Ja, da hast du recht. Aber vielleicht sollten wir uns zunächst mal von unseren Zuschauern verabschieden und ein gutes neues Jahr wünschen. Was hältst du davon? Wo du recht hast, hast du recht, mein Junge. Also, dann würde ich doch mal sagen, da müssen wir aber einen Hut aufsetzen. Na. Also ich meine, so ganz ohne geht das ja nicht, ne? Also, Silvester ist Silvester. Hier, oh, ja. Ups. Du, wir haben sogar einen kleinen Shampoo zum Anstoßen. Du, pass auf. Gutes Versteck. Ja, ja, man kann ja nie wissen. Ne? Ja. Tja, ich wünsche dir alles Liebe fürs neue Jahr. Wünsche ich dir auch. Ja. Hm? Ja. Guten Rutsch und alles Liebe für 2009. Prost, Inka. Tja, Weihnachten war keine Spur.